Oh, wow. Ich habe das ausgebrütet, oder was? Hast du, ja, du warst näher dran als ich. Was ist Schützt jetzt? mein Minecraft ab. Nicht nur deins? Das sind wir wieder bei Minecraft Half-Life in the Woods. Und zwar, wir haben jetzt den Esel zurückgebracht. Er war ein sehr störrischer Esel. Aber das Kind hat sich sofort wieder gefreut, dass die Mama wieder da ist. Woher weißt du überhaupt, dass das die Mama ist? Bei dem Kind. Weil Möb? Was heißt Möb? das Kind, das du die ganze Zeit oder der die ganze Zeit hinterher rennt. Achso. Ist es also ein Mama-Kind? Ja. Okay. Ich habe irgendwie. Ich glaube, ich habe einen Vogel. Ich bilde mir so Geräusche ein, als hätte ich einen Vogel auf dem Kopf. Und Leute, es regnet immer noch. Ich hätte mich ja auch gewundert, wenn das mal aufhört. Ja, das macht gar keinen Spaß mit Regen. Nee. Man könnte ihn zwar ausstellen, da hast du recht, dem Thema, was du vorhin gesagt hast, aber für mich wäre das irgendwie, wenn nicht Minecraft, wenn es nicht regnen würde. Auch wenn es nervt. Tierisch. Richtig tierisch. Kannst du mir einen Gefallen tun? Nein. Doch. Nein. Brauchst du das Satansding oder was? Nein. Kannst du mir dieses Scheißding vom Kopf nehmen? Ich werde wahnsinnig. Bitte. Nein. Ja, das Ding am Kopf. Oh, wow. Ich habe das ausgebrütet, oder was? Hast du, ja, du warst näher dran als ich. Was ist jetzt? Schützt mein Minecraft ab. Nicht nur deins? Ja, ist abgestürzt. Minecraft ist wieder da, nachdem es ungefähr 48 Mal abgestürzt ist. Dann mein Headset irgendwie nicht mehr funktioniert. Also diese alltäglichen Probleme, wenn man irgendwas einmal im Jahr aufnehmen will, so quasi. Hallo. Hi. Auf mich, ich mach die Tür kaputt. Ganz ehrlich. Was soll ich gucken? Ich mach die Tür kaputt. Ach, der Baum ist weg, Gott sei Dank. Dein Ernst? Ach so, ja, die Esel sind da. Hurra, hurra. Genau. Schön. Jetzt kommt dann ein Skelett und bringt den Esel um. Wenn das so ist, dann kannst du das alles deaktivieren. Was kann ich alles deaktivieren? Ja, die Monster oder so, wenn die meine Esel töten, dann will ich sie nicht haben. Ach so. Könnte passieren. Ja, Orta kaputt. Mein Headset ist zu laut. Mal dieser komische da, dieser Baum da oben, der hat da einen Vogel, oder? Geht der noch weg? Eine klobige Ja. Viereck da. So. Wäre bestimmt noch weggegangen. Jetzt ist weg. Borgi hat's weggemacht. Ja, gut. Borgi hat es weggemacht. Muss. Also hier brauchen wir auf jeden Fall mehr Platz. Viel mehr Platz. Muss erstmal irgendwie, muss ich mal irgendwie versuchen, eine zweite Etage zu bauen. Ja, genau. Ich mache dabei draußen ein bisschen Platz. Wir brauchen nämlich draußen ein bisschen Platz. Den Esel nach Hause gebracht haben mit Mama. Hier ist irgendwo ein Tiger, glaube ich. Hat sich so angehört, ja. Ja, irgendwie schon. Ein Tigerle. Da ist ein Tigerle dabei. Ganze Zeit. Jetzt kommen die Spinnen schon wieder. Die Spinnen doch. Hallo? Will ich das eigentlich nicht? Haus ist kleiner als das alte. Ist kleiner. Ja, irgendwie funktioniert das nicht so wie.
Gras. Oh, eine Suizidbomber. Autsch. Oh Gott, jetzt geht so ab. Geht die nächste Katze. Spinnt die nächste Katze. Dreht total am Rad jetzt. Dann muss ich halt einfach das Haus nochmal eine Runde breiter bauen. Nach hinten raus? In die Richtung hier raus. Was ist in die Richtung? Kannst du nicht links oder rechts sagen? Wenn du vor dem Haus stehst, links. Hast du da Platz? Nee. Hast du doch keinen Platz, oder? Hallo? Da mal raus, da musst du Platz machen. Hier muss ich Platz machen. Alles klar, Chefin, hier mal Platz. Mach mal Platz. Mach mal Platz. Irgendwas ist da unter uns. Das ist so lustig. Ah, was würde ich gerne für Eisen tun, ey? Oh ja. Eisen wäre echt nicht schlecht. So. Achso, ich brauche nur eine Schaufel, gell? Ja. Aber das ist voll gefährlich in den Höhlen. Warum? Weil da überall so Geister sind. Naja, lachtet man einmal ab, dann geht's hinter dir, schau mal. Okay. Cooler Typ, oder? Sind Walküre. Walküre. Na, dann machst du das Haus jetzt aber ganz schön hier. Ist breit. Ein breites Haus, aber ist okay. Du sollst passen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Weißt du, was ich auch froh bin, dass die Blocklegs vorbei sind. Oh ja. Aber verschrei's nicht. Ja. Hier liegt ein Ei. Was für ein Ei? Ein Ei. Ganz normales Ei von einem Ei. Ach so. Von einem Huhn, oder? Ist der Huhn? Ja. Nein. Kann auch von einer Ente sein. Ente. Hallo. Hätte ich Hallo sagen können. Hallo. Hallo. Aber ich muss sagen, bei diesem Biom so blendig viel Gras liegt hier rum. Hier muss man vorher viel Gras weghacken. Sollten wir uns vielleicht mal eine Kuh anschauen. Oder Schafe. Oder Schafe, ja. Die grasen uns das alles weg. Sollte man meinen. Mein Inventar ist voll. Der Inventory ist voll. Cool. Jetzt mal. Halt. So. Hier. Holz. Holz, Holz, Holz. Oder Holz, Holz. Boah, also Holz, also du, durch diese Bäume? Da weißt du, was gut wäre? Birkenholz. Ach toll, genau jetzt das falsche Holz, oder was? Ist für den Boden, was? Achso, für den Boden. Ich werde ein paar Dinger sammeln hier. Zack, zack. So, so, so. Ich habe mal drei gesetzt. Mal schauen, was kommt. Also Manticore sind immer noch da. Aber gut, sie sollen mich nicht langweilen. Wenn sie mich langweilen, mache ich sie aus. Kannst also, du doch nicht. Die ganzen Gegner meine ich dann. Jake hat mein Minecraft auf Free. Haut ein Tiger in unseren ersten Stock rein. Tiger. Ach, du meinst, dass man nicht sterben kann? Ja. Ein Tiger. Da ist schon wieder Chucky. Mein Gott, geht der mir auf die Eier. Oder Chucky. Chucky. Das sieht alles noch so aus wie so wie als hätte jemand das Haus genommen und einfach da hingesetzt. Das dauert.
Aber das kommt schon noch. Ja, aber ich will nicht die ganze Zeit wieder Erde weghacken. Ach so meinst du. Ja, aber ist halt so. Bin doch kein Hackfleisch, weißt du. Aber mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, außer die Erde wegzumachen. Hallo Erde! Na gut, das hat auch was Gutes. Also eine Baumfarm auf jeden Fall mit jeder Art von Unterbaum möchte ich gerne. Ja. Das soll ja auch Kirschbäume geben. Hallo. Hallo. Oh, Gott, wird es jetzt dunkel oder hell? Ich glaube, hell wird es. Gott sei Dank. Regnet zumindest nicht. Also ist es mir egal. Oh, hier unten ist... Ich habe hier zu viel Erde weggemacht. Da unten ist schon... Höhle. Die Höhle da, ja. Ich hoffe aber, dass die Manticores auch verschwinden, wenn es hell wird. Und glaube ich zumindest nicht so weh wie Tiger wehtun. Muss eine Schnecke umbringen? Das ist gar keine Schnecke, das ist so ein Bade oder was ist. Da hast du ja gesagt, die darf ich umbringen, gell? Ja. Die Sonne geht auf. Ja. Schön. Hier steht ein Tiger. Immer noch, schaut er immer noch in den ersten Stock. Ja. Spitzhacke habe ich keine. Ich muss meine. Achso, ich habe Hunger. Ja, ist du schon. Einen Winterkürbis. Ich habe auch schon Leben verloren jetzt dadurch. Nee, Slimeball kann man nicht essen, gell? Nein. Ich habe das Ei geschmissen. Und dann kam ein Küken raus. Ja? Ja, ganz normal. Was? Brauchst du dann Kamin? Nein, und seinen ersten Stock. Sieht schon cool aus, hä? Mit dem Shedder. Hallo. Oh, achso, ich wollte mir eine Spitzhacke machen. Du bringst mir total durcheinander. Eine Spitzhacke. Brauche eine Spitzhacke. Bruchstein. Aber ich. Bruchstein. Alles muss zerbrochen sein. Ich nehme gleich mal zwei mit. Okay. Hoffentlich kommt auch Kohle. Kohle wäre wichtig. Gehst du jetzt nach unten? Ja. Glück. Gehst keine Schwerter. Ja, hab ich noch. Also erstes Mal macht's erstmal Boom. Der ist kaputt. Schauen wir mal, was hier unten so rumlercht. Aber ich bin doch letztens irgendwo hier unten rum. Und da konnte ich doch irgendwo anders hinlaufen eigentlich. Ist auch die Mine gewesen, weil du hast noch irgendwo anders eine gehabt. Nee, müsste die gewesen sein. Boom. Kaboom. Kaboom. Katze. Hühnern und sowas und Feinschliff kommt dann am Schluss immer. Erstmal muss das Rohbau-Dings da stehen. Oh, hier unten geht's ab, ey. Das sind Töne, ey, wie in so einer Geisterbahn, ey. Und nicht schön. Was ist das denn? Achso, hier ist so ein... Flame. Uhu. Bei dir ist ganz schön Party. Bei mir, ja. Uhu.
Eine Bombenbestimmung, Herr Rinde. Ach, was hat das denn? Eieieiei. Miau. Das schaffe ich jetzt. Jetzt fängt der Spinnen an. So immer denken, unsere Katzen haben einen Vogel. Einen richtigen Vogel. Ach, hier war das, hier war das. Oh, ich habe die Stelle gefunden. Ich habe die Stelle gefunden. Oh, ich habe das Black Hole gefunden. Falsches Spiel. Achso, Entschuldigung. Aber hier ist gar nichts. Fällt mir gerade auf. Das gibt es doch nicht. Bin ich einfach runtergehoben, ist mir egal. Ist mir egal. Aber hier ist gar nichts, ey. Hier ist nur Stein, 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 Stein. Typisch Mine. Hier ist Wasser. Ich hab gedacht, vielleicht ist jetzt hier voll das Riesen. Da ist der Enderman. Ich glaube, ich komme hier wieder raus. Ist besser. Also das hier ist nur Scheiße. Das ist keine schöne Mine, die gefällt mir nicht. Überhaupt. Oh. Hast du was gefunden? Ja, Steinkohle schon mal. Steinkohle kann man immer brauchen. Aber nur durch Zufall. Dann machen wir das hier weg und das hier weg. Eisenerz wäre aber auch gut gewesen, aber da habe ich glaube ich auch was gesehen. Ich brauche ein bisschen Eisenerz, weil sonst komme ich nicht weit. Nee, das... Eisenerz wäre schon cool. Hier ist Essen. So. Genau. Aber dann fällt es wahrscheinlich runter. Ich hoffe nicht. Da waren zwei Eisenerz. Ist das denn eher voll fucking ernst? Das ist doch nicht den hier. Zwei Eisenerz, Tatsache. Was soll denn das? Bin ich hier in einem Verarschungszentrum? Das ist total ätzend, wenn du keine Eisenwerkzeuge hast. Ja. Weil es total langsam geht. Packe ich mich hier irgendwo durch. Ich hoffe, ich komme da irgendwo raus, aber es sieht nicht so aus. Spätestens jetzt müsste ich durch sein. Ist aber oben nichts und vielleicht ist unten. Mal schauen. Da ist Erde. Nee, auch nicht. Wie komme ich hier wieder zurück? Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hier rauskomme. Hilfe, ich bin gefangen im Kloster. Im Kloster? Wo bleibe ich? Kloster? Kennst du kein Kloster? Ja, aber ich finde nicht, dass ein Kloster ausschaut wie eine Mine. Hm. Sag das nicht. Böse mit mir. Ja, was Smaragde erst? Schau mal hin, schau mal hin. Wir nehmen gleich. Achso, können wir nicht. Nein, wir haben kein Eisendinghacke haben. Mein Gott, diese Katze. Ich sag's euch, diese Katze, die sitzt da neben mir und stirbt, glaube ich. Oh, ein Tiger. Da ist ein Tiger. Bin mal gespannt, ob wir nächste Folge mehr Eisen finden. Ich gehe jetzt mal zu Payne. Schau, sie hat mittlerweile den ersten Stock gebaut. Und hat auch die Setzlinge wieder kaputt gemacht, so wie das aussieht. Und ich habe einen Baum abgehakt. Okay, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Macht es gut bei Half-Life in the Woods. Bis zur nächsten Folge. Ciao, haut rein. Tschüss. Wiedersehen.